wenn ich dieses Plastikkügelchen auf diese Wasseroberfläche lege, so sinkt es nicht ins Wasser ein, sondern das Wasser trägt dieses Kügelchen. Aber die Gewichtskraft von der Kugel zieht die Kugel doch nach unten. Ich lasse sie los, wir erkennen das deutlich und trotzdem gelangt die Kugel auf diese Wasseroberfläche, so sinkt sie nicht weiter als so. Also muss es eine Kraft geben, die vom Wasser herkommt und die Kugel zurück nach oben drückt. Diese Kraft wirkt der Gewichtskraft der Kugel entgegen. Wenn ich diese Kugel jetzt ins Wasser versenke, so, und lasse sie los, ich lasse sie jetzt los, dann springt sie sofort nach oben. Wir erkennen deutlich, es muss eine Kraft geben, die seitens des Wassers kommt und diese Kugel nach oben drückt. Wir können Ähnliches feststellen mit diesem Wasserbehälter. Indem ich dieses Glas versenken möchte, ich lasse es ins Wasser hineingehen und stelle fest, das Glas, das innere Glas, sinkt nicht ganz bis unten. Also auch hier gibt es eine Kraft, die dieses Gläschen hier nach oben hält. Ich werde jetzt das Gläschen mit und mit Wasser füllen. Und wir stellen fest, das Gläschen in dem großen Wasserglas ist ein wenig gesunken. Ich fülle mit Wasser nach. Es sinkt noch mehr. Und wenn ich dieses Gläschen vollständig mit Wasser fülle, so sinkt es bis ganz unten. Also hat die Kraft, die das Gläschen nach oben gehalten hat, irgendetwas zu tun mit der Gewichtskraft von diesem Wasser, das sich jetzt in diesem Gläschen befindet. Wir werden das anhand dieser Balkenwaage etwas genauer untersuchen, und zwar mit Hilfe dieser zwei Zylinder. Der große Zylinder ist ein Hohlzylinder und der kleine ist ein Vollzylinder. Und zwar sind die so, dass dieser kleinere Zylinder genau in diesen größeren Hohlzylinder hineinpasst. Das passt ganz genau. Damit werden wir bestimmen, wie groß diese Kraft ist, die in einer Flüssigkeit nach oben drückt, da und da. Und diese Auftriebskraft nennt man auch archimedische Kraft oder archimedischer Auftrieb. Hier sind dieser Hohlzylinder und dieser Vollzylinder und diese Balkenwaage ist so im Gleichgewicht. Jetzt tauche ich den Vollzylinder ins Wasser ein und sofort merken wir, jetzt ist die Waage nicht mehr im Gleichgewicht, eben wegen diesem archimedischen Auftrieb. Jetzt werde ich diesen Hohlzylinder mit Wasser füllen und diese Quantität Wasser ist genau die Wasserquantität, die von diesem Vollzylinder verdrängt wurde. Ich fülle jetzt den Hohlzylinder mit Wasser. Das dauert jetzt noch ein bisschen. Und hier ist dieser Hohlzylinder vollständig mit Wasser gefüllt und wir erkennen die Reaktion der Waage. Die Waage wird sich jetzt wieder ins Gleichgewicht versetzen. Was also bedeutet,
dass diese archimedische Auftriebskraft genau der Gewichtskraft von der verdrängten Flüssigkeit entspricht. Hier ist unsere Balkenwaage, die durch diese Massen und durch diesen Hohlzylinder sowie durch diesen Vollzylinder im Gleichgewicht ist. Tauchen wir diesen Vollzylinder in eine Flüssigkeit, so erfährt dieser Vollzylinder seitens der Flüssigkeit eine Auftriebskraft, und zwar so, dass die Balkenwaage nicht mehr horizontal ist. Füllen wir aber diesen Hohlzylinder mit solcher Flüssigkeit, so, dann ist unsere Balkenwaage wieder horizontal. Was also bedeutet, dass die Gewichtskraft von dieser Flüssigkeit genau dieser Auftriebskraft entspricht. Sie sind gleich groß, aber entgegengesetzt. Also lautet das Gesetz, ein in eine Flüssigkeit eingetauchter fester Körper erfährt seitens dieser Flüssigkeit eine nach oben gerichtete senkrechte Auftriebskraft, die wir mit F-Index AR bezeichnen, die ebenso groß ist wie die Gewichtskraft der von ihm verdrängten Flüssigkeit, die wir mit G-Index VF bezeichnen. Dieses Gesetz heißt das Gesetz des Archimedes, also die Kraft des Archimedes, diese Auftriebskraft, entspricht der Gewichtskraft der verdrängten Flüssigkeit, daher diese Abkürzungen. Der Legende nach soll Archimedes von Syrakus dieses Gesetz beim Baden entdeckt haben. Wir werden jetzt dieses archimedische Auftriebsgesetz anhand dieses Modells beweisen. Zuerst herrscht auf dieser Höhe H1 der hydrostatische Druck P1, der berechnet wird durch Rho, die Dichte der Flüssigkeit, mal G, der Gewichtsfaktor, mal diese Höhe H1. Durch diesen Druck erfährt diese Oberfläche groß A eine Kraft F1, die dieser Formel entspricht, das heißt der hydrostatische Druck P1 gleich diese Druckkraft F1 geteilt durch diese Fläche groß A. Jetzt verbinden wir diese zwei Formeln und schließen daraus, dass diese Kraft F1 gleich ist zu Rho mal G mal H1 mal A. Und genau dieselbe Überlegung machen wir auf dieser Höhe H2. Der hydrostatische Druck P2 erzeugt also diese Kraft F2, die auf diese Fläche mit Inhalt groß A drückt, und zwar so, dass P2 gleich Rho mal G mal H2 ist und derselbe Druck P2 ist gleich zu dieser Druckkraft F2 geteilt durch A. Somit finden wir, dass diese Kraft F2 gleich ist zu Rho mal G mal H2 mal A. Der archimedische Auftrieb, den dieser Körper durch diese Flüssigkeit erfährt, muss der Unterschied sein zwischen dieser Kraft F2 und dieser Kraft F1. So, die archimedische Auftriebskraft ist gleich zu F2 minus F1, also zur Differenz von diesen zwei Produkten. Und in dieser Subtraktion können wir sofort Rho mal G mal A ausklammern. So finden wir als Stärke der archimedischen Auftriebskraft Rho mal G mal A mal H2 minus H1. Aber H2 minus H1,
Das ist genau die Höhe, nennen wir sie klein h, vom eingetauchten Körper. Also können wir h2 minus h1 durch klein h ersetzen. Hier steht a mal h, also Grundfläche a mal Höhe des Körpers. Das ist genau das Volumen von diesem Körper, das heißt sein Rauminhalt. Wir wissen also, dass die archimedische Auftriebskraft gleich ist zu Rho mal G mal V. Dieses Rho, das ist die Dichte von der Flüssigkeit, und die Dichte von der Flüssigkeit entspricht der Masse von der von diesem Körper verdrängten Flüssigkeit geteilt durch das Volumen dieser verdrängten Flüssigkeit, das heißt das Volumen dieses Körpers. Somit können wir hier Rho durch diesen Bruch ersetzen. Dann können wir noch durch das Volumen V kürzen und finden so, dass die archimedische Auftriebskraft gleich ist zur Masse der verdrängten Flüssigkeit mal Gewichtsfaktor 9,81. Und dieses Produkt entspricht genau dem Gewicht der verdrängten Flüssigkeit. Die archimedische Auftriebskraft entspricht also dem Gewicht der verdrängten Flüssigkeit. Und genau das besagt das Gesetz des Archimedes, was zu beweisen war.